Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Nach der letzten Partie, nach der harten Partie gegen Union Berlin, befürchte ich, dass wir jetzt gegen Fürth kommen. Aber zuerst trainieren wir nochmal unsere Jungs. Spalvis wird mal trainiert. Dann trainieren wir unseren Müller. Ist ja auch eine Leihgabe. Wird uns jetzt auch bald verlassen. Guevara wird nochmal trainiert. Dann trainieren wir nochmal Vucur. Und last but not least machen wir immer noch den Halver. Gute Mann. So, wir simulieren alles, damit es schnell geht. Ja, sehr durchwachsen. Dreimal D, einmal A, einmal B. Immerhin. So. Und wir simulieren mal. Ups. Den ganzen Klumpen mal hier weiter. Ja, ich hab's geahnt, geführt. Giuliano Modica. Ich bekomme nicht so viel Spielzeit, wie ich sollte. Und darüber bin ich nicht glücklich. Ja, du hast doch schon gespielt, ey Junge. Komm. Modica darf nur rennen für Boraya. Was soll's. So, Nachricht von Spieler. Ja, hatte ich doch schon. Ja, Halva, du dich bedanke. Pressekonferenz. Wir gehen in die Pressekonferenz und wir motivieren unsere Jungs. Schau noch mal auf die Tabelle. Unverändert. Kaiserslautern auf dem zweiten Tabellenplatz. Das kann jetzt richtig schnell abrutschen. Die Geschichte. St. Pauli hat zugelegt. Mit einem Spiel mehr sind jetzt mit 45 Punkten auf den ersten Tabellenplatz. Wir sind gefolgt von Bielefeld mit nur einem Punkt Rückstand. Oh, 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 oh. Und wir spielen gegen Fürth. Die sind voll im Abstiegskampf. Ja, die müssen wir jetzt mal besiegen. Jetzt muss wirklich Musik her. Jetzt muss wirklich Musik her, ey. Und das wird wohl ein Auswärtsspiel sein in Fürth. Ja, ich muss hier eine Mais spielen lassen. Die Aufstellung vom letzten Spiel lassen wir mal so. Immerhin haben wir da zwei Tore geschossen. Mehr wie sonst. Da bin ich mal gespannt, ey. Bam. Ja, das ist doch wieder geil, Training. Das hat wahrscheinlich geholfen hier. Baff. An den Scheißposten, ey. Der war knapp. Sehr schön. Vorbei. Ja, komm. Wir gehen in die Partie in Fürth. Wir schreiben den 26. Spieltag dieser Saison. Kaiserslautern zu Gast. Bei den Freunden aus Fürth. Los geht es, wir spielen von rechts nach links in den roten Trikots. Anstoß, der erste FC Kaiserslautern. Und ich würde sagen, wir machen gleich ein hoher Druck hier in die Partie. Ach Junge, was machst du? Was war das jetzt für Gebritschel hier? Sehr schön aufgepasst von Seifert. Ah, lässt er sich wieder den Ball abnehmen hier oben, der Kollege. Fährt jetzt im Antritt. Hey! Albeck wird da doch ein bisschen hart gelegt hier. Dass man kein Foul war.
Steht aber wieder der Junge. Schön gespielt. Ah, das war zu stramm. Da kommt er nicht mehr dran. Gibt nochmal im Nachzug die Gelbe für Sararea. Wie auch immer der heißt, keine Ahnung. Ich glaube, ich hab's richtig ausgesprochen, ja. Was soll's? Scheiß die Wandern. Einmal für Kräuter Fürth. Kassel, passt aber auf. Jungs, was macht ihr? Was macht ihr da hin eigentlich für einen Scheiß? Aufpasse! Fürth spielt uns schwindelig hinter. Er geht aber ins Aus. Abstoß. Durch Müller. Jetzt machen wir hier offensiv. Ball im Aus. Einwurf für uns. Ah, da kommt er nicht mehr, kann er sich nicht mehr drehen. Fürth ist ganz schön giftig. Was dann? Was war dann das schon wieder? Da war doch nichts. Was mache ich hier? Was mache ich hier nur? Kommen hier zu keiner Torchance. Jetzt wird er so hoch, spielt der Ball. Aufpasse. Jetzt spielen wir am Ende den Ball hoch. Ha, das können wir schon lang. Jetzt. Ah! Obacht! Boah. Glück im Unglück, mein lieber Mann. Pff. Halbzeitergebnisse: Bochum führt zu Hause 1:0 gegen Kiel und Duisburg gegen Düsseldorf 1:1 zur Halbzeit. Wir fahren die Partie fort. Hier jetzt von links nach rechts. Kräuter fährt mit dem Anstoß. Jetzt geht's los. Jetzt muss es zählen. Jetzt müssen wir hier was reißen. Egal wie. Egal wie. Gibt nur mal einen Wurf für Laudern. Jetzt eine Flanke. Leider ohne Erfolg. Obacht, Obacht, Obacht. Wir haben aufgepasst. Ah, und dann so blöde Ballverluste.
Lucho passt aber super auf. Was gibt's jetzt? Einwurf für Keuter Fit natürlich. Ach, hör auf. Och, Junge. Jetzt spielen wir komplett offensiv hier. Totaler Angriff, würde ich sagen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein! Weg damit. Glück gehabt. Flanke. Da ist keiner, da ist keiner. Da machst du totalen Angriff. Ja, da ist doch kein Mensch. Boah, abseits. Wann wird diese Negativserie beendet durch einen Sieg? Wann? Jetzt vielleicht! Ja! Ganz in der 1-0! Yes! Yes! Schön gespielt! Da zahlt sich die starke Offensive jetzt endlich mal auf, dieses Offensivspiel. Jetzt müssen wir es auch nochmal zurückstellen hier. Ausgeglichen, ey. Jetzt müssen wir uns hier nochmal in der Fange, weil wir zu offen stehen. Ja, die können sich jetzt von mir aus Zeit lassen, die Jungs. Ja, Spielzum. Spielzum. Flanke. Ah! Schuss! Ach! Jetzt nochmal Schuss! Tor! Ja! Halfer mit dem 2-0! Jetzt geht's ab! Endlich! Der Bann ist gebrochen, ey! Der Bann ist gebrochen! Super gemacht. Super gemacht. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Endlich ein Dreier. Endlich. Sonst wird es zu spannend oben mit dem Aufstiegskampf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, geht vorbei. Keine Gefahr für Müller. Raus mit dem Ding. Schade, wenn der durchkommt, dann ist es wieder gefährlich. Oh, dann ist es nicht der Ball abluchse. Oh, jetzt wird es gefährlich. Der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Vorsicht! Fuck damit! Boah, was mir klickern, ey. Leck mich am Arsch, was mir klickern. Ah, schade. Jetzt geht's doch nochmal hin und her hier. Jetzt ist doch nochmal spannend. Boah, und dann so Ballflüste. So Ballflüste können dir das Knick brechen. Müller. Hellwach. Komm, pfeif ab. Pfeif ab. Ja. Wir gewinnen 0-2 in Fürth. Yes! Yes! Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Seid ihr neu auf dem Kanal, lasst mir ein Abo da und würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Sieg. Tschüss, euer Chris.